Was können wir denn da hin machen? Was packen wir denn da rein? Warte mal, ich muss mal eben kurz gucken im Bedienungshandbuch. Baupläne, Basisinstallation, Wasserfiltersystem. Das Walter-Filtersystem bezieht für menschliches Verzehr ungeeignetes Wasser aus der externen Quelle und spaltet es in atomarer Ebene in einen Inhaltsstoffe und erzeugt Trinkwasser und Salze, während schädliche Nebenprodukte beseitigt werden. Es kann in allen kompatiblen Basismodulen eingebaut werden, hat aber einen erheblichen Energiebedarf. Das Wasserfiltersystem von Altena. Jede Flüssigkeit zu reinen, erfrischenden, pH-neutralen Wasser. Korrekt, jede Flüssigkeit. Also kann ich ja auch reinpinkeln oder was? Aber was setze ich denn da ein? Habe ich irgendwie eine... Das sieht aus wie eine Flasche, die man da einsetzen kann. Habe ich sowas? Taucherflasche wäre Quatsch. Habe ich denn sowas wie so eine leere Flasche? Pfadfinderwerkzeug, toll. Kinder, wir gehen jetzt ins Pfadfindercamp. Juhu! Yeah, 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 yeah. Ich weiß nicht, was ich da einbaue. Das ist ja zum Trinken, ne? Was baut man denn da ein? Behälter wechseln, das geht nicht. Ich kann keine Wasserflasche da reinsetzen. Ganz toll. Wir haben sie, aber wir können sie noch nie nutzen. Hm. Der Energiebedarf ist sehr hoch, ne? Aber das stand ja da auch in der Beschreibung. Was wollten wir denn jetzt noch machen? Die Seemotte, ne? Wollten wir bauen? Ne, wir wollten das Fahrzeugmodul bauen. Fahrzeugstation, toll. Genau das, was wir für die Seemotte brauchen. Ist großartig. Toll. So. Warum verschwindet die einfach ins Inventar? Ich habe gedacht, wir haben jetzt zwei. Oder taucht das irgendwo hier lang? Na dann. Ah, was soll's. Wir haben ja die Zeit. Wo war es denn jetzt? Fahrzeugstation? Ach, die müssen wir erst craften, ne? Anna, Dings. Stimmt ja, da war ja was. So. Gut. Guck mal eben, ob wir hier irgendwie an der Werkbank eine Flasche bauen können, aber ich glaube nicht. Vor allem, ich schmeiß die auch noch weg. Weil ich davon ausgegangen bin, dass wir zwei davon haben. Die wasserdichter Behälter. Kleine Behälter, das ist seine Position im Wasser behält. Kapitänsschutzfalle, Täuschkörper, Signalboje. Ah, okay. Jetzt können wir natürlich keine Seemotte mehr bauen, weil uns wieder Ressourcen fehlen. Die wir jetzt gebraucht haben für die Fahrzeugstation. Schmierstoff, Energiezelle, Titanbarren. Ich pack sie mal da rein. Ja. Die Batterie können wir aufladen. Zack. So. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen Schmierstoff in den ganzen Krempel holen. Warte, wo sind die anderen Batterien eigentlich? Achso. Wir haben ja nur die eine noch als Reserve. Die anderen sind ja in den anderen Geräten drin. So, dann gehe ich nochmal eben Schmierstoff holen. Das ist ja hier vorne. Bei den Pflanzen. Dann nehme ich mal zwei Pflanzen mit. Dann brauchen wir noch eine Energiezelle. Da brauchen wir wahrscheinlich... ja. Da flattert es durchs Bild. Es wird wieder Nacht. Trinken können wir mal, ne? Warte mal. Sehr schön. So. Okay. Stell dir mal Schmierstoff her. Zweimal oder dreimal.
Dann haben wir da ein bisschen auch wieder was auf Reserve. Lädt die Batterie? Doch, die lädt. So, jetzt brauchen wir... Lass mal eben schnell schauen. Blei haben wir, Glas haben wir, Energiezelle und Titanbarren. Ja, Titanbarren, da brauchen wir 10-mal Titan. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Genau 9 Stück. Einer fehlt. Und wir bauen die ganzen Module auch wieder. Ich bin gerade ein bisschen am Zweifeln, muss ich sagen. Ich bin gerade echt ein bisschen mit mir am Kämpfen, ob ich nicht sage, das ist mir einfach zu anstrengend jetzt, nochmal alles zu bauen. Aber gut, wer kann das denn wissen, dass wir da angegriffen werden? Da sollten wir mal rein. Das ist bestimmt eine gute Idee. Metallschrott? Hallo? Sonst liegt hier doch immer ein bisschen Metallschrott rum, ne? Oder Titan vielleicht, irgendwo an der Wand. Da! Kupfer. Wow. Weißt du, wenn du Titan brauchst, findest du keins. Wenn du es nicht brauchst, findest du 1000 Stellen davon. Da... Nee, da ist kein Metallschrott. Dachte erst. Ist immer so, das, was du nicht brauchst, das findest du in Hülle und Fülle. Aber das, was du brauchst, das kriegst du nicht. Silbererz, wow. Ja, wir sollten auf jeden Fall aufpassen. Wir haben ja... Ach, das Ding war ja leer, ne? Stimmt ja. Unser Düsenjet für unterwegs. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal, ob wir erstmal Sauerstoff auffüllen, ob wir hier nochmal was finden gleich. Nicht da Metallschrott? Nee, nee. Und hinein. Mann, ich brauche nur einmal Titan. Einmal. Anfang des Spiels überall Titan gefunden, jetzt nichts mehr. Toll. Kupfererz. Ernsthaft, Spiel? Du willst mich doch auch mobben. Richtiges Mobbing-Spiel. Jetzt hier. Unglaublich. Ja. Da wär, wahrscheinlich, ich habe jetzt eher vermutet, da ist jetzt Gold drin oder so. Irgendwas hätte da jetzt kommen sollen. Gut, so, dann kann man das auch herstellen. Dann müssen wir noch die Energiezelle. Obwohl, eine haben wir ja, die wir am Laden sind, ne? Da müssen wir nochmal eine herstellen, zum, damit wir die nochmal laden können. Achso, den Funkspruch wollte ich noch abhören hier in unserer alten Kapsel. In der alten Kapsel können wir ja, glaube ich, die Funksprüche abhören. Hat ja der liebe Flo mir geschrieben, auch im Kommentar. So. Also, nee, warte mal, was brauchen wir denn jetzt? Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches baue. Titanbarren, okay. Das war richtig, genau, deswegen auch Titan. Und wir brauchen jetzt die Energiezelle, die hier hinten lädt. So. Was ist das? Ja, Salzablagerung, aber... Hä? Wasser 66, 67, Salz. Aber wo kriege ich Wasser her? Wo ist denn Wasser? Das ist ganz toll. Aber ich brauche Wasser. Was für eine Flasche kommt denn da dran? Da muss man sich ja anscheinend ein Behälter bauen. Oder muss ich da draußen irgendwie dran nuckeln? Muss ich da irgendwie draußen so... Man weiß es ja nicht, keine Ahnung. Haben wir jetzt alles? Ja, Gott sei Dank. So.
So, die Batterie lädt. Okay. Wir bauen die mobile Fahrzeugstation und bauen uns eine Seemotte. Wow. 30 Folgen später. Gefühlt. So, hier. Schwupps. Nee, nicht einpacken. Auspacken. Achso, die muss ich ja im Inventar legen. Hier unten. Na, da, da. So, die 5. So, einmal bitte das Seemöttchen. Hätte ich gerne. Ah, hallo, darf ich dich streicheln? Mit meiner virtuellen Hand. Welcome aboard, Captain. Alle Module weg, ne? Unser rotes Seemännchen. Toll. Falle ich auch noch ins Wasser. Also irgendwie läuft nicht heute. Oh Mann, wir hatten so viele Sachen. Lithium, dreimal Titan. Schnarch. Also mit dem Wasser? Wie funktioniert das mit dem Wasser? Sag mal. Das muss ich mir mal irgendwie mal nachschauen. So, achso, ich wollte den Funkspruch abhören, ne? Weiß noch nicht, wann ich das jetzt mit den Modulen mache für die Seemotte. Muss ich mal gucken. Den Funkspruch. Genau. So, ich geh mal hier rein. Da, hier. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad... How many of you... I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Was? Ich hatte ja gar keine Ahnung, wie schlimm es ist, wie viele von ihnen. Ich hatte keine Ahnung. Wir sind jetzt auf dem Weg zu ihnen. Wir werden sie nach Hause bringen. Sunbeam Ende. Was soll ich sonst sagen? Da ist das Mikrofon wahrscheinlich nur angewiesen. Dass das einzige Mal, als ich ein so großes Schiff auf einmal so einen kleinen Felsen geparkt habe, in der VR war und ich es vermasselt habe... Ja, es sieht nicht gut aus, aber die Alternativen sind auch nicht besser. Heißt das jetzt, die kommen jetzt zu uns? Irgendwann? Vielleicht? Irgendwo? Solarenergiezelle? Ja, schön. Fabrikator? Lebensenergie? Okay. Ich glaube nicht, dass wir hier Rettung erwarten können. Ich glaube, dass wir hier selbst entkommen müssen. So. Haben die uns dann quasi hier vergessen? Oder lassen die uns eiskalt einfach hier? Runder Probenbehälter. Den kann ich bestimmt nicht da drunter packen, ne? Gut, organisch. Schmierstoff. Kupfererz. Salzablagerung waren... Wann hier? Nein. Hier? Ja. Gold und Silbererz haben wir hier. Gold... Silbererz. So. Dieses rote Zeug, ne? Diese großen roten Tropfen. Wofür brauchen wir die? Hier. Lösemittel. Können wir mal herstellen. Na. 1, 2, 3, 4. Stellen wir mal 4 Stück her. So, einmal... Ach, dreimal brauchst du davon. Für ein. Oha, das ist aber teuer. Synthetische Fasern kriegt man daraus, wenn man Fasergewebe, das ist okay.
Salzsäure, Salzsäure. Hochleitfähiges Polymer, okay. Ausrüstung, Strahlenanzug, verstärkter Taucheranzug. Der Taucheranzug aus starken synthetischen Fasern sorgt für physischen Schutz und ein besseres Überleben bei extremen Temperaturen. Ja, das ist ganz toll. Aber die Verdauung kann ich damit auch nicht. Violette Tafel können wir auch herstellen. Stasegewehr, Schubkanone, Lichtstab, Siegleiter, Mobilfahrzeugstellung, Signalboje. Ja, ich bin gerade ein bisschen über. Oh, wir haben nicht mehr viel Energie, ne? Oh, oh. Oha, wir müssen da was reinpacken. Ganz schnell. Aber ganz schnell. Jetzt haben wir gleich keine Energie mehr. Das Samen, weiß ich nicht, ob das geht. Aber Pilze müssen wir reinpacken. Jede Menge. Pack die tiefen Pilze auch mit rein. Komm, scheiß drauf. Ich sehe gerade, wir haben kaum noch Energie. So. Jetzt müsste er ja wieder auf volle Tour laufen. Ja, er fängt wieder an. Oh, eine Wasserflasche. Uh. 50? Alter, das lohnt voll. Ach, die produziert der also selber. Das muss er ja auch erstmal wissen. Das ist ja krass. Okay. So einen zweiten Bioreaktor wäre, glaube ich, ganz geil, ne? Wegen Energie. Wo war das Salz jetzt? Hier? Nein, das war hier. Konnte ja nur noch der letzte Spind sein. Das packe ich mal hier rein. So. Was kostet uns der Bioreaktor? Lass mal eben gucken. Der kostet uns... Wo war der denn? Kabelsatz, Schmierstoff, dreimal Titan. Das kriegen wir hin. Kabelsatz brauchen wir. Zweimal Silbererz. Ja. 1, 2. Können wir schon mal herstellen. Dreimal Titan. Das müssen wir mal eben holen. Jetzt müssen wir noch eine Station finden, die Essen macht, ne? Obwohl das Messer schon geil ist. So, gehen wir nochmal auf Titansuche. Während ich mal gerade Essen mache. So. Essen, Essen, Essen. So, Titan, Titan, sprach der Hahn. Jetzt geht uns das Titan aus. Ist doch kein Metallschrott mehr, ne? Nee. Was fliegt denn hier rum? Was ist das? Aua, Alter. Oh, heiß. Oh, warte mal. Dafür könnten wir vielleicht den Dings gebrauchen, den Anzug. Wäre vielleicht nicht schlecht. Könnten wir vielleicht auch herstellen. Batterie leer oder was? Da ist auch die Batterie leer. Ernsthaft? So. Toll. Großartig. Es geht wieder von vorne los. Oh, Metallschrott. Juhu. Da ist auch nochmal Metallschrott, glaube ich zumindest. Zweimal sogar. Nee, nee, nein, hau ab. Hau ab, das ist meins. Geh weg. Hau ab, das ist meins. Geh bloß weg, du. Sonst zieh ich dir wieder einen Zahn. Sonst müssen wir wieder zum Zahnarzt, wir beiden. So.
Kann schon mal ein paar Pilze noch mal mitnehmen, ne? So, ich lade mal eben Energie auf, also Sauerstoff. Können wir noch mal einen Bioreaktor reinschmeißen. So, Inventar voll. Juhu. Alles richtig gemacht. So. La 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 la. So. Wir haben echt viel schon gesehen, muss ich sagen, von Subnautica. Wir waren in die tiefsten Tiefen. Welcome aboard, Captain. Und der Anzug wäre jetzt noch interessant. So, warte mal, die Pilze, ne? So, damit dürfte er jetzt erstmal auskommen. Flasche? Nein, Salz. Nehme ich trotzdem mit. Was da ist, ist da. Aber den Anzug würde ich mir echt gerne mal bauen. Pilze haben wir da. Salz und Kupfererz packe ich auch nochmal eben weg. Und Salz war hier. So, dann machen wir mal eben Titan. Oh, wir haben nur noch 7 Energie, 6, 7. Oha, was ist denn hier los? Wir haben gleich keine Energie mehr, ne? Kann ich das abstellen? Wir haben gleich keine Energie mehr. Wenn ich es dekonstruiere, ist es dann aus? Kann ich es nicht abstellen oder so? Er kommt gar nicht hinterher hier, ne? Glaube ich, habe ich das Gefühl. Okay, jetzt geht die Energie so langsam wieder nach oben. Kann es sein, dass die Batterien immer auch zwischendurch laden? Bin mir nicht sicher. Also wenn die Batterien drinstecken, dass die trotzdem Energie verbrauchen? Das wäre halt echt krass. So, warte mal, was wollen wir jetzt? Wir wollten... Mit Titan wollten wir was machen? Jetzt habe ich vergessen. Oh, wir haben hier einen Funkspruch. Können wir gleich mal gucken. Was wollten wir denn jetzt? Verdammt. Achso, einen Bioreaktor einen zweiten bauen, ne? Genau. Ich vergesse das immer so schnell. Warte mal. Mach das... Nein. Huch, Entschuldigung. Ich mach das mal hier mit der 5. Filtermaschine, Bioreaktor, Schmierstoff brauchen wir noch. Dann haben wir alles. Haben wir. So, den platziere ich mal eine Etage vielleicht höher, ne? Das heißt, wir müssen noch mal eben... Warte mal. Das müsste ja gehen. Ein findiger Zuschauer sagte mir, das geht. Oder wir bauen einfach noch eine weitere... Warte mal. Verlängerung. Frage ist nur, wo? Ja, alles ganz toll. Kann ich hier nicht dran bauen? Doch hier. Dann würde ich hier nochmal eine Abzweigung bauen. So ein Stück. Wie kann ich das drehen? Nein. Ja, so. Nee, warte mal, das ist falsch. Oder? Nee, ist richtig. Nee, ist falsch. Hä? Wie drehe ich das denn? Kann man das nicht drehen? Ist doch vollkommen... Ach so, okay. Mit dem Mausrad. Wenn man schon länger nicht mehr gebaut hat, dann ist das schwierig. So, und dann würde ich einmal... Mehrzweckraum? Machen wir gleich wieder Titan, ne? Das geht nicht, weil hier... Oh, ernsthaft? Dann brauchen wir gleich nochmal Titan. Glaube ich zumindest. Und jetzt haben wir kein Titan mehr. Ach, es ist doch eine Last. Oh Mann. Ich will nicht mehr.
Menü. Da müssen wir noch gucken, ob wir nochmal Metallschrott irgendwo finden. Ich lade nochmal eben Sauerstoff auf. Ich kann übers Wasser schweben. Bin Gott. Tschüss. So. Da sind keine Steine. Metallschrott wäre schön. Da finden wir hier in Gestrüpp irgendwie was. Und den Anzug würde ich nochmal ausprobieren. Ist da Metallschrott? Nee. Wir müssen doch irgendwo mal was finden. Da ist was. Ich würde sagen, wir machen das in einer weiteren Folge Subnautica. Und dann gucke ich nochmal, dass ich irgendwo ein bisschen Titan organisiere. Wir bauen noch den, würde ich sagen, den Anzug, damit wir da unten mal gucken können. Und dann würde ich sagen, schaltet ihr wieder ein bei der nächsten Folge Subnautica. Da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.